Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm 2019 mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind dabei, noch weiter die Felder zu bestellen. Oder was heißt zu bestellen, sind wir ja eigentlich noch nicht, sondern vorzubereiten. Düngen, pflügen, grubbern. Ich bin hier auf Feld 72, da konnte ich nochmal düngen. Da haben wir jetzt auch, hoffe ich, die zweite Stufe. Ja, hier die Feld 71, 75, 76, 77 ist schon voll gedüngt. Hier 78 muss noch gegrubbert werden. Da wollen wir den mal losschicken. Ich hatte mal auch hier Ordner angelegt. Schauen wir mal. Ne, das war doch schon wieder verkehrt. Ich muss doch hier gucken. 6 Meter. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Ne, vorwärts bitte. Lässt da ein bisschen was stehen, aber ich hoffe, beim Wiederkommen bekommt er das auch weg. Ansonsten bleibt halt es halt stehen. So, hier sind wir auf Feld 78. Da können wir dann vielleicht auch nochmal düngen. Dann ist Feld 78 auch voll gedüngt. Und Feld 74 müssen wir noch pflügen. So, generieren wir erstmal den Kurs. 74. Ein Vorgewende gegen den Uhrzeiger sind 6 Meter. Aktuelle Position kannst du machen. Wir müssen weiter darüber. Jetzt einmal schauen, ob Felderstellung zulassen. Müssen wir ja sagen. Ach, dann schwimmt. Dann sagen wir erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Ich hoffe, er macht jetzt hier nicht zu viel weg. Nee. Geht noch. Das passt gerade. Dann werden wir ihn jetzt mal eine Runde begleiten, damit er keine Dummheiten macht. Kommt da gerade so vorbei vom bei dem Baum. Hier haben wir auch noch ein Stückchen Wiese. Bisschen schräg, aber da könnte man ja auch noch mal dran mähen. Und gehört uns das hier vorne auch? Weiß ich gar nicht. Nee, leider nicht. Die Wiese hier vorne schon, so wie es aussieht. Aber jetzt hier die Koppel nicht. Weiß gar nicht, ob das nur eine Koppel ist, die, oder ob die auch eine Verwendung hat. Aber ich glaube nicht. Muss ich mal gucken. Ja, ich weiß nicht, was er sich auch hier gedacht haben.
Ich glaube auch, irgendwas hat sich verschoben von der Giants-Karte auf quasi im Spiel, weil im Giants-Editor sieht das gar nicht so eng aus. Auch teilweise die Bäume, wie die stehen. Die stehen eigentlich im Giants-Editor immer weiter weg. So, der Düngerstreuer ist schon angekommen. So, dann können wir dich ja hier erstmal entlassen. Die Felderstellung wieder rausnehmen. Und einmal schauen, wo er hätte anfangen wollen, hier vorne. Sieht so aus. Dann werden wir ihm da mal draufsetzen, wenn er uns das lässt. Fang ruhig schon mal an hier. Abfahrer einstellen. So, dann sollte er jetzt hier unten seine Bahn ziehen. Können wir den Kurs auch gleich speichern? Feld 74, 6 Meter. Ein Vorgewende weich. Linien ausmachen. So, dann schauen wir mal. Du bist bei Feld 72. Du bist auch fertig. Einmal ansehen und dann nochmal drüber düngen und dann ist der auch fertig. Dann können wir den auf 73 schicken. Wir nehmen hier den Kurs mal raus. Entlassen, löschen. Gucken, können wir hier schon jetzt sagen, nächster Wegpunkt wäre da vorne. Füll dich mal aus. Geht das? Obwohl das nicht auf dem Feld ist, ja. Das passt. Der sollte jetzt eigentlich sich beim Hof auffüllen und dann zu 73 fahren, ne? Ne, 74 habe ich ihn eingestellt. Dann stellen wir den nochmal um. Du sollst erstmal zu 73. Wie gesagt, bei den anderen Feldern, ups, hier habe ich schon den Weg wieder ums Feld gemacht, aber so bei 72 noch nicht. Hier ist meine Hofeinfahrt. Hier habe ich einen Punkt gemacht für Kalk, Dünger und Saatgut. Einmal die Kehre und dann sollte er auch bis 73 fahren. So, du bist an Grubbern. Das Feld 78, das ist eigentlich richtig groß, wenn man das so sieht.
Da kann man schon was mit anfangen. Und wir können jetzt sagen, hier schon mal Feld 73. Oder wir gucken erstmal. Haben wir da denn schon einen Kurs? Ja, da haben wir sogar schon einen Kurs. Dann holen wir uns den doch schon mal. Man merkt hier aber schon teilweise hier auch bei 73, wie Cursplay auch nachsteuern muss, weil er hat ja das Vorgewende gemacht und dann hat er quasi von unten angefangen, die Bahn quer zu ziehen. Und man merkt dann, wenn er am Fahren ist, dass er immer wieder am Nachsteuern ist, um auf der Bahn zu bleiben. So, Kurs haben wir drin. Und bräuchten doch jetzt einfach nur sagen, Abfahrer einstellen. Ach, wir müssen das rausnehmen. Ja. Abfahrer einstellen. So. Wir hätten vorher Autodrive rausnehmen müssen. Das macht er nicht automatisch. Die Linien auch wieder ausmachen. Wie gesagt, hier habe ich auch noch keine Linie drumherum. Die muss ich noch einfahren. Bei 74 ist auch noch keine Linie rum. So, also haben wir alle drei Traktoren in Arbeit. Ja, zu gucken ist auch, ja, ansehen oder auch dann zwischendurch mal ein bisschen Force zu machen, aber da muss ich mir, glaube ich, noch mal ein bisschen was zulegen, was Kleineres. Ich will jetzt nicht mit dem Trailer hier anfangen, Timberrander, SEPA auch jetzt nicht unbedingt. Muss mal gucken, vielleicht haben wir da einen kleineren Anhänger, den wir mit dem Traktor beladen können. Und dann 6 Meter Stücke verladen. Wo ist denn eigentlich das Sägewerk? Sag ich mal, wir sind jetzt hier. Spinnerei, Hafen, Sägewerk. Ein Sägewerk ist hier oben. Aber mit Sicherheit ist doch das nicht das Gärtnerei, Molkerei, Hotel. Es wird doch nicht das einzigste Sägewerk sein, oder? Springen wir mal dahin. Man kann mit dem Zug anliefern. Das ist schon mal okay. Dann ist hier der Verkauf. Aber hier wird doch bestimmt auch irgendwas produziert. Sägewerk. Und das muss man wahrscheinlich auch kaufen. Richtig? Warte. Nee, das kann man gar nicht kaufen. Das Sägewerk ist doch nicht das hier, oder? 36, was ist das für eine kleine Fläche? Ach, das ist die Wiese hier vorne. Aha.
Stielen, Langholz. Schauen wir mal, Fisch. Bretter. Aber wir haben doch hier hinten auch eine schöne Beschreibung. Raffinerie, Bäckerei, Fischerei, Brauerei, Molkerei, Mühle, Pommes, Sägewerk, Rohstoff, Holz, Endprodukt, Hackschnitzel und Bretter, keine Weiterverarbeitung. Und da wir das nicht kaufen müssen, ich nehme an, hier werden wir anliefern müssen. Wir kommen auch so drauf, ohne Tor. Dann werden wir das in der nächsten Zeit mal probieren. Ja, du bist am Düngen. Die Wiesen sind ja auch noch nicht so weit. Also Wiesen habe ich gesehen, sind alle noch im grünen Status. Wo sind wir hier? Das ist unsere Wiese. Hellgrün noch. Ja, schauen wir mal, wenn wir da wirklich das erste Mal mähen dürfen. Ja, man sieht hier auch, er lässt einen kleinen Streifen an für sich liegen. Sieht man den hier auf? Ne, sieht man nicht. Wo er nachjustieren muss. Aber ich glaube, dass er fällt immer ein bisschen weiter runter. Deswegen kommen die Linien zu Rande. Wenn es da unten mal steiler wird in der Kuhle. Aber finde ich schon realistisch und auch nicht schlimm. Bei den Bäumen habe ich mir überlegt, vielleicht die Kolli rauszumachen. Dann kann man sie zwar nicht mehr fällen, aber dann können die auch da stehen bleiben, wo sie stehen. Wird kein Helfer mehr dran hängen bleiben. Das wäre jetzt noch eine Überlegung, als sie immer ein Stückchen weiter vom Feld wegzurücken. Wie gesagt, bei Giants, im Giants Editor stehen die Bäume halt nicht so nah am Feld. Hier standen sie ja teilweise drauf. Aber das sieht man da nicht so. So, du bist gleich fertig. Dann können wir hier die noch zwei Bahnen. Auch dieses Feld mit einem Rundkurs anlegen. Dass wir quasi einen Kurs ums Feld machen, damit er dann immer den Ausgang hier nimmt. Wir haben hier eigentlich nur einen Ausgang pro Feld. Ich habe noch kein Feld gesehen, wo wir vielleicht einen Eingang und einen Ausgang haben, sondern Eingang ist auch immer gleichzeitig Ausgang. So, jetzt musst du noch einmal zurück und dann ist der auch durch.
Ah, der zieht seine Bahn. Wir können uns aber auch noch mal, was wir uns holen können, noch mal einen Kercher. Oder die Waschhalle, aber die Waschhalle finde ich noch zu groß für uns. So einen kleinen Kercher, die können wir uns bestimmt irgendwo hinstellen. Hier vor dem Wohnwagen direkt, bisschen schräg. Einmal noch, oh, noch ein Tick. So, am besten wäre dann andersrum, oder? Ich glaube doch, so rum wäre, da kommt der Zug, noch einmal, so, passt, haben wir auch einen Kercher da stehen, um die Fahrzeuge sauber zu machen. So, der Fendt ist fertig. Kurs haben wir gespeichert. Dann können wir den entlassen und löschen. Jetzt fahren wir hier einmal drumrum und schließen ihn quasi an unserem Straßennetz an. Beidseitig. Das werden wir ja auch für jedes Feld wieder machen. Hier vorne ist eine kleine Steigung, da ist der Flug nicht alleine hochgekommen, da muss ich ein bisschen helfen. Aber ansonsten haben die alles alleine gefahren. So, jetzt sind wir schon einmal rum. Was passt zu wem? Komm, nehmen wir den weg. Und dann verbinde mal die beiden. Ne, den bitte. Und andersrum genauso. So, dann müssen wir hier noch einen Kurs rausfinden. Ja, der Baum ist da jetzt nicht so prickelnd. Deswegen werde ich die Ausfahrt ein bisschen höher machen. Quasi hier so lang. Ach, ich hab raus. Okay, dann noch mal kurz vor. Noch mal anmachen. Dann gehen wir hier auf die gleiche Linie, wie wir drauf kommen. Das ist gut. Können wir den ausmachen. Ich habe hier, wenn man guckt, zurzeit automatisch verbinden an. Deswegen hat er mir hier komisch die Linie gezogen. Jetzt werde ich einfach den Punkt, den ich zuerst gesetzt habe, einfach löschen. Dann ist die Linie auch weg. Deswegen bin ich kurz vorgefahren,
Und so, ich werde jetzt von dieser Linie hier hinfahren. Das dürfte passen, auch mit dem Baum. Und werde, ja, müssen wir gucken, ob das hinterher so geht. Von diesem Punkt dahin fahren. Und werde die rauslöschen in der Mitte. Werde die beiden Punkte wieder verbinden, damit ich zwischen den Linien keine Punkte habe. Dass er sich entweder den linken oder den rechten Punkt holt. Nicht einen in der Mitte, weil dann würde er noch einen komischeren Bogen fahren. So, jetzt, das ist abgeschlossen. So, können wir das Feld mal kurz generieren. Es geht eigentlich zügig momentan noch. Dürfte auch schon so gut wie fertig sein. Jawohl. So, dann können wir das gleiche nochmal für 72 machen. Dann haben wir das auch angeschlossen quasi. Gehen wir hier auf so eine glatten Fläche, fangen wir hier mal an. Den werden wir gleich wieder rauslöschen, den Punkt. Werden den nächsten nehmen. Dann hat man das auch schnell behoben, als immer wieder umzuwechseln. Ich hatte ja sonst immer mit beides ausgemacht, aber so einen kleinen Vorteil hat man natürlich. Man braucht nicht immer wieder zurück, wenn man natürlich den Punkt erwischt, den man haben möchte. Teilweise ist es halt nicht anders möglich. Da muss man wieder zurück, um dann wirklich den Punkt zu nehmen, den man haben möchte. Gerade wenn viele Punkte auf einer Fläche sind. So, wir ziehen jetzt hier nochmal runter. Ja, ich hatte mir auch überlegt mit Tieren, aber mit welchen Tieren sollen wir anfangen? Mit dem Kraftfutter ist auch total Neuland für mich. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, den können wir wegmachen, dann können wir die beiden verbinden. Mit dem normalen Futter kommen wir, glaube ich, nur auf 70% der Leistung von den Kühen. Aber da wir ja noch gar nichts haben, wir haben nicht einmal Gras gemäht, und die Sachen alle einzukaufen, glaube ich, werde Ende dieses Jahres erst mit Tieren anfangen. Da haben wir vielleicht zwei Schnitte gemacht. Passt, glaube ich, besser. So, den kann ich doch bestimmt schon mal rauslöschen. Wo fangen wir an? Hier ist im Prinzip wieder das Gleiche. Er verbindet mich jetzt erstmal mit denen. Deswegen. Oder macht er gar nicht? Ne, macht er gar nicht. Ich habe gedacht, der verbindet sich jetzt mit dem, aber in dem Fall nicht. Keine Ahnung warum. Und wir fahren hier immer Richtung
Richtung Hof. Und wir gehen, drehen weiter um. Dann sieht das besser aus. Und hier schließen wir jetzt geradeaus an. Ja. Ein bisschen entgegengesetzt. Das wäre nicht gut. Dahin müssen wir dich anschließen. Und können jetzt hier sagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Der zu dem, das dürfte Autodrive hinbekommen. Ich würde hier vielleicht den oberen Punkt nochmal einmal löschen. Würde einen Punkt weitergehen. Würde den Punkt sagen. Einmal nach da. Und einmal nach hier verbinden. Und nochmal runtergehen. Den. Mit dem verbinden. Dann haben wir wieder eine blaue Linie. Und können arbeiten. Und wir können dich jetzt wirklich mal einmal kurz berechnen und runterschicken auf 74. Im Prinzip dürftest du jetzt, stehst natürlich rücklinks darum, das dürfte wahrscheinlich Probleme geben, aber wir können ja hier mal probieren. Er müsste sich den, ja, jetzt nimmt er sich sogar nicht den Kurs auf dem Feld. Das wäre in dem Fall gar nicht so tragisch gewesen, wenn er sich den Punkt geholt hätte. Aber ich wollte ja diesen, den wir gerade eingefahren haben, nehmen. Auch ob er die Kurve hier vernünftig nimmt. Das sieht doch ganz gut aus und füllt sich jetzt da beim Auffüllen voll bei dem Silo und fährt dann zu 74. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich werde auch mal ein bisschen vorspulen, damit wir vielleicht das Ansehen am nächsten Tag machen. Dann haben wir auch ja hoffentlich kein Frost mehr, auch nicht in der Nacht. Wundert mich nämlich eh schon, dass wir am ersten Tag 7 Grad haben, Bodentemperatur. Aber das sehen wir dann morgen hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.